Hallo, hallo, hallo. Ein neuer Sportblock. Und wo ich heute hier rumlaufe, erzähle ich euch gleich nach dem Intro. Ja, ich bin mittlerweile im Wald von der Straße weg. Ich bin nämlich einfach nur auf dem Weg nach Hause. Nach Hause? Wo kann man denn her? Ja, ich habe mein Auto heute in die Werkstatt gebracht. War vorher noch mal einkaufen. Deswegen habe ich hier meinen Rucksack dabei. Und nach Hause sind es etwa 8 Kilometer. Und deswegen habe ich eine gute Joggingstrecke vor mir. Ich merke, dass ich total im Eimer bin. Noch, ich habe keine Laufkondition. Totale Scheiße. Obwohl ich vor 3 Wochen Strong Viking gelaufen bin. Ich bin völlig am Ende und fange bei 0 an. Ah, Kacke. Gut. Sehen wir mal, wie das hier weitergeht. Ja, ich merke, Laufen geht irgendwie gar nicht. Hölle. Ich habe irgendwie Atemnot. Irgendwas ist wieder in der Luft. Ich pack das momentan nicht. Ich habe extra hier mein Asthma-Spray dabei. Funktioniert nicht. Aber irgendwie... Irgendwie muss ich heimkommen. Noch ungefähr 7 Kilometer. Quälerei. Oh, ich muss anhalten. Bis gleich. Hoffentlich noch lebendig. Ja, ihr merkt schon. Jogging ist heute nicht. Heute ist Walking angesagt. Ich muss jetzt ungefähr noch 6,5 Kilometer nach Hause laufen. Das geht. Gehe ich mal ein bisschen spazieren. Aber Joggen ist heute nicht, tut mir leid. Geht nicht. Geht überhaupt nicht. Kacke. Irgendwas ist in der Luft, was ich nicht vertrage, was sich mir auf die Atemwege schlägt. Und in dem Moment bremst das alles aus. Wer nicht atmen kann, kann auch keinen Sport machen, sagte schon Konfuzius. Ja, scheiße. Ich melde mich gleich, wenn ich wieder da bin. Daheim. Oh, fuck. Das gibt mir aber die Gelegenheit, mal über den gestrigen Tag zu sprechen. Gestern sind wir aus der WM rausgeflogen. Fußball, ne? Fußball. Für alle, die nicht Fußball interessiert sind, Fußball, Fußball. Ja, gestern sind wir rausgeflogen. Für alle, die jetzt sich wundern, hä? Gestern ist schon eine Woche her. Nein. Für mich ist es gestern, für euch ist es eine Woche. Weil der Sportblock ja immer um eine Woche versetzt kommt. Gestern sind wir rausgeflogen und es war eine Katastrophe. Habt ihr da gesehen? Peinlich. Was sie da geboten haben, die Stars von Real Madrid und Bayern München und schlag mich tot. War wohl nix. Und das waren so viele Nebenschauplätze, so viele Querelen im Vorfeld schon, dass man sagen kann, jetzt im Nachhinein natürlich leicht, aber haben schon viele andere gesagt vorher, das kann nichts werden. Das kann nichts werden, weil die sind nicht fokussiert. Und genauso haben sie gespielt. Ich kann mich erinnern, ich bin der Meinung, Euro 2004, damals noch mit Rudi Völler, sind sie auch irgendwie rausgeflogen. Özil diesmal die Pässe nach vorne geschlagen, ins Nichts. Genauso wie damals. Damals war es, glaube ich, Schweinsteiger, der nichts gebracht hat. Der hat sich zwar noch gefangen, war noch ein junger Kerl. Aber der Özil, unabhängig von Erdogan oder sonst irgendwas, geht mir das scheißegal, der ganze Rotz. Ehrlich, der soll doch machen, was er will. Aber wenn er spielt, ist es total katastrophal. Schon seit Jahren bin ich Anti-Özil-Fan, weil er einfach Kacke spielt. Also der hat keine Ausstrahlung, nichts Mitreißendes. Verantwortung gibt er weiter. Hat nicht mal das Heft in die Hand genommen. Gestern überhaupt nicht mal ein bisschen Verantwortung übernommen. Immer nur so schluri, schluri, Ball weitergeleitet. Und wenn der Gomez, was ja richtig war, wenn er reingekommen ist, weil wir hatten ja sonst wirklich nichts im 16er, wenn der Gomez aber unsere Hoffnung im Sturm ist, also wenn der Gomez unsere Hoffnung im Sturm ist, sorry, da war klar, da passiert nichts mehr. Wobei,
Es war ja richtig, den Gommes zu bringen. Es war die einzige Möglichkeit. Trotzdem geht das irgendwie nicht, sich auf solche Leute zu verlassen. Der Gommes war drin gestern. Da kam die erste Flanke nach 10 Minuten auf ihn. 10 Minuten war er drin. Aber wenn ich so einen Spieler habe und der ist drin und er nichts anderes kann außer Kopfball. Mit dem Fuß haben wir ja gesehen, schön vorbeigetreten gestern. War klar. Dann bringe ich doch von Anfang an die hohen Bälle rein. Möglichkeiten gibt es doch. Die haben immer nur hin und her gespielt. Im Handball, um den Strafraum rum. Ich könnte kotzen, ehrlich. Naja, nach 10 Minuten der erste Kopfball von Gommes. Der war da mitten aufs Tor. Okay, geschenkt, kann passieren. Aber insgesamt hatte der, glaube ich, 2 Kopfbälle und einen, den er hätte mit dem Fuß machen können, wo er da nicht trifft. Hummels, schade. Schade, Hummels. 3-mal, glaube ich, geköpft. Und jedes Mal irgendwie so doof getroffen. Ja, aber wenn das Ding reingegangen wäre und sie in die nächste Runde gekommen wären, wie denn Manuel Neuer richtig sagt, da wäre die nächste Runde vorbei gewesen. Oder die übernächste. Weil sie es einfach nicht hinkriegen. Wobei man sagen muss, Portugal bei der EM hat sich auch so schluriweise da weitergestohlen. Das muss man schon sehen. Vielleicht wäre das was geworden. Schluri, schluri. Aber diesmal war kein Glück da. Bei Portugal war wenigstens Glück da. Naja, okay. Gut, wurscht. Geschenkt. Ich brauche noch ein bisschen, muss noch ein bisschen laufen. Das war nur mein Kommentar zur WM abschließend zur deutschen Mannschaft. Ich werde vielleicht noch mal ein bisschen was zur WM sagen. Hier und da mal. Ich bin ja jetzt übrigens Kroatien-Fan. So nebenbei. Die Kroaten machen das. Bin ich überzeugt. Bis gleich. So, ich bin jetzt zu Hause gegangen. Nach Hause gelaufen. War ein Reinfall heute. Aber das ist, ich weiß es, das ist nicht, liegt nicht an meiner Unfitness, sondern liegt an der Luft. Ich habe zum Glück jetzt lokalisieren können, was mich ein bisschen beruhigt. Aber ich probiere demnächst wieder irgendwo anders Sport zu machen. Dann macht das auch Sinn. Cheerio, Miss Sophie.